Ein Käffchen, ein Käffchen. Ja, diejenigen von euch, die mich kennen, werden sich jetzt wundern, what? Zwei Videos hintereinander? Der Astro hat doch gesagt, er macht nur einmal im Monat eins. Ja, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ich habe so viele Themen in der letzten Woche zusammengesammelt, über die ich gerne sprechen möchte, dass ich gedacht habe, komm, setz mich mal hin, Tasse Kaffee. In Anbetracht der Menge an Themen vielleicht ein Tassenkännchen oder so. Und sprech zu euch. Ja, ich würde auch sagen, wir steigen gleich mal ein. Und zwar gehe ich habe viele Kommentare erhalten unter meinem letzten Video, auf die ich unter anderem eingehen möchte. In diesem Video, es gibt einige Themen zu, woher kommt das überhaupt, dieses Käffchen? Da hatte ich eine Frage zu bekommen. Dann haben wir nochmal, wir hatten ja letzte Woche in dem sehr technischen Video über diese DJS Mesh Notes und Charts und so weiter gesprochen. Da gab es auch Kommentare zu, da würde ich auch gerne noch was zu erklären. Dann gab es diese Mutmaßung, was wohl Plasma sein könnte. Da gab es eben auch Informationen oder beziehungsweise einen Austausch zu. Dann habe ich einen ganz interessanten Eintrag gefunden bezüglich der... Es gibt ja nicht nur Werbeanzeigen im Verse, sondern tatsächlich bewegte Bilder als Werbeanzeigen. Also so ja, LED-Monitor-Werbetafeln, auch dazu ganz interessante Informationen. Dann habe ich eine Information zum Ping gefunden und so weiter und so fort. Also wirklich so einiges zu sprechen. Und dann gab es im Inside Star Citizen, da möchte ich auch ganz kurz drauf eingehen, die Goldstandard-Geschichte. Da haben wir schon mal gemutmaßt, was das eigentlich sein könnte, was CRG unter Goldstandard versteht. Im Medienumfeld, wenn da etwas Gold geht, einen Goldstandard hat, dann ist es final fertig für die Veröffentlichung. Und ja, das ist hier nur so im übertragenen, erweiterten Sinne. Das hat CRG mal wieder für sich selbst ein bisschen abgewandelt, die Definition. Was das genau bedeutet, wie gesagt, da erkläre ich nachher auch noch ein bisschen was zu. Und es gibt ein Star Citizen Live mit den Turbulent Teams. Und das hat mich auch interessiert und das werde ich auch noch ansprechen im Rahmen dieses Videos. So. Shooter Zone LP hat mir geschrieben in den Videos, in dem Kommentar unter meinem Video. Er hatte vor 8 Jahren oder so dem Angry Bot vorgeschlagen, dieses Käffchenformat zu machen und ist absolut begeistert, dass es immer noch existiert. Ja, ich kenne Angry Bot noch, der war ja auch mal bei uns in der Verse Night. Viele, die jetzt neu dabei sind, in den letzten 1, 2, möglicherweise auch 3 Jahren dazugekommen sind, die werden ihn vermutlich nicht mehr kennen. War einer der Creator-Urgesteine, was Star Citizen betrifft, hat sich dann aber irgendwann verabschiedet, weil er einfach sich überlegen musste, was ist jetzt wichtiger, Familie und Job oder eben Videos bauen und Star Citizen. Und er hat sich natürlich für die Familie, für seinen Nachwuchs und für seinen Job entschieden. Seine Formate habe ich auch mal sehr genossen. Er hat sehr, sehr tiefgreifend Dinge analysiert, besprochen. Und das hat mir auch immer geholfen, wirklich so Meinungen, die ich mir gebildet hatte, nochmal ja, zu reflektieren und mir ein dreidimensionales Bild davon zu machen. Mein Käffchenformat hat aber mit seinem nichts zu tun. Vor allen Dingen dieses legendäre Schlürfen. Das ja, mache ich hier nicht im Regelfall. Mein Käffchenformat ist tatsächlich entstanden. Ich wollte ja vor 2 Jahren eigentlich aufhören mit den Videos. Nicht, um mit den Videos aufzuhören, sondern ich habe ja eine Ausbildung als Sprecher durchlaufen und habe dann gesagt, so eins geht nur. Entweder ich bin als Creator tätig oder ich schmeiß mich in die Sprecherbranche rein. Und dann kam Corona im Januar letzten Jahres um die Ecke und ja, hatte eben alles über den Haufen geworfen bei mir, was diese Maßnahmen betrifft. Und dann habe ich kurzerhand entschlossen, ja doch wieder Videos zu machen. Aber in diesem Zwischenzeitraum von Oktober bis, wann habe ich denn wieder mit Videos angefangen? Februar, März? Da habe ich dann festgestellt, dass ich relativ schnell den Anschluss verliere an Star Citizen, an die inhaltlichen Themen.
das darf man echt nicht unterschätzen. Wenn man sich jede Woche tiefgehend mit den Inhalten beschäftigt, dann hat man da einen ganz anderen Zugang zu, als wenn man das ja nur so als Berieselung nebenbei konsumiert. Man kriegt zwar immer noch so ein paar Basics mit, aber wirklich die tiefgreifende Auseinandersetzung, die bleibt eben auf der Strecke und dann ist man relativ schnell auf so einem Nebengleis, wo man einfach nicht mehr wirklich in der Lage ist, der Community Inhalte zu vermitteln, wenn man sie selber eben nur oberflächlich irgendwo konsumiert, abgreift. Um dem entgegenzutreten, weil ich ja auch für die Worst Night einfach einmal im Monat durchaus ja noch dabei bleiben muss und auch möchte, habe ich dann dieses Käffchen-Format ins Leben gerufen, was mich auf der einen Seite veranlasste, doch mit den Star Citizen-Themen ein bisschen am Ball zu bleiben. Und ja, auf der anderen Seite habe ich eben relativ unaufwendige Videos dann produziert. Das heißt, diese Sprachspur, ein Bild runterlegen, fertig. Das ist sehr, sehr gut angekommen, dieses Erzählformat. Und deswegen ist das regelmäßig, unregelmäßig immer noch Teil meiner Videos. So wie letzte Woche, dass ich dann einen Teil habe, wo ich eher so ein bisschen am Plaudern bin, mit einem Becher Kaffee in der Hand, der am Ende meistens kalt ist. Und dann gibt es noch einen Dokumentationsteil. So viel dazu. Also, Käffchen ist einfach aus meiner eigenen Situation heraus entstanden. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich AngryBot's Format fortgesetzt hätte. Aber ja, ich kenne ihn noch und ich weiß auch, dass es dort kontroverse Diskussionen um sein Schlürfen gegeben hat. Und ja, ich vermisse ihn nach wie vor und seine Videos und seine Analysen. Das hat, wie gesagt, Spaß gemacht und er hatte auch viel Blödsinn gemacht und hat mir einfach in der Tiefe seiner Gedanken immer weitergeholfen, mir selber eine Meinung von Star Citizen zu bilden. Dann habe ich euch eine Falschinformation letzte Woche gegeben, mea culpa. Und auch hierzu habe ich eine Anmerkung in meinen Kommentaren bekommen. Und zwar gibt es dort einen Satz im Wiki, den ich falsch verstanden habe. Dort steht geschrieben, dass Chris Roberts von Firesprite in keiner Beziehung zu Chris Roberts, dem Gründer und Vorsitzenden des Entwicklungspartners Cloud Imperium Games, steht. Und ich habe das flüchtig überflogen. Ich habe es nicht wirklich genau gelesen und hatte die Vermutung zu dem Zeitpunkt, dass er heute in keiner Beziehung mehr zu Firesprite steht. Er hat es zwar gegründet, war so meine Annahme, aber ist dann halt weitergezogen und hat keinerlei aktuellen Beziehungen mehr zu dem Unternehmen. Das war mein Verständnis. Das war falsch. Tatsächlich dieser Chris Roberts, der Firesprite gegründet hat, der ist heute auch noch mit an Bord als Führungsebene, Technical Director. Und der hat tatsächlich nichts mit Chris Roberts zu tun. Also gar nichts. Und ja, das wollte ich einfach an der Stelle auch nochmal gerade stellen, klären, diese Erkenntnis auch. Vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, Fehler können einfach immer wieder passieren und dazu ist halt auch die Kommentarsektion da. Nicht nur, um mir Lob zu geben, worüber ich mich immer freue, aber wenn ihr eben kritische Gedanken habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr vielleicht irgendwo auch einen Fehler entdeckt habt, dann schreibt das da gerne rein. Ich nehme das alles gerne auf und ja, denke darüber nach und versuche, mich da auch dran zu verbessern. Hier nochmal die Facebook-Präsenz von dem Chris Roberts von Firesprite, wo ihr auch seht, der hat nichts mit unserem Chris Roberts zu tun. Dann hatte ich mich im letzten Video gefragt, Horizon V2, wieso ist denn das vorgezogen worden? Wir sind doch jetzt schon auf der Zielgeraden, verstehe ich nicht. Und ich war gedanklich irgendwie schon, ich hatte das Quartal 3 schon abgehakt. Für mich ist 3.14 schon Quartal 3 irgendwie gewesen, gedanklich. Tatsächlich ist aber, liegen ja noch zwei Patches vor uns, nämlich 3.15 und 3.16. Und Horizon V2 haben sie von 3.16 auf 3.15 vorgezogen. Ja. Passiert, wie gesagt, im Rahmen so eines Käffchens, wenn ich, da habe ich zwar Skripte und Zeilen, Notizen einfach vor mir, aber ich lasse eben auch viel die Gedanken schweifen und erzähle so vor mich hin. Der User J.Kraft hat
reflektiert oder beziehungsweise geantwortet unter den Kommentaren meines Videos der letzten Woche. So, so. Einzigartig sind sie, wenn sie PvE und PvP koexistieren lassen. EVE Online macht das nicht, Fragezeichen. Ich betrachte EVE Online nicht in irgendeiner Art und Weise vergleichbar mit Star Citizen. Also 0,000. Das sind beides einfach völlig unterschiedliche Spiele. Und was ich damit einfach auch sagte oder meinte, ist dieser PvE und PvP-Gedanke im Sinne der First-Person-Geschichte, dass ich nicht, also dass, wie soll ich sagen, es ist relativ einzigartig. Man könnte natürlich einfach ein Sandbox-Spiel produzieren, wie das ja auch bei EVE Online ist. Das ist ja eine komplette Sandbox und sich die Welt selbst entwickeln lassen. Und das ist ja reines, nach meinem Dafürhalten, reines PvP im Sinne einer reinen Multiplayer-Umgebung, wo der Hersteller dieses Spiels überhaupt nicht steuert, was die Community dort macht und auch keine PvE-relevanten Inhalte dort produziert, im Sinne von Missionen mit Belohnungen und so weiter und so fort. Und ich bin zum Beispiel Zeit meines Lebens, ich bin noch nie in WoW oder sowas unterwegs gewesen, weil ich keinen Bock habe auf diese Multiplayer, Multi-Crew-Umgebung im Regelfall. Und ich fand es schon immer faszinierend, diese Aussage, dieses Ziel, dass man Star Citizen in beiden Richtungen spielen können soll. Und zwar auch als Solo-Spiel, in dem es eben eine fest definierte Spielumgebung gibt, mit Missionen, wo ich eben nicht Angst haben muss, dass irgendein wild gewordener Pirat mich sofort über den Haufen schießt. Beziehungsweise, wenn das so ist, dann kriege ich eben Unterstützung oder auch die Risiken für solche Aktionen werden eben für den betreffenden Angreifer sehr, sehr, sehr hoch sein. Also es wird einfach eine relativ befriedete Zone geben. Da wurde zum Beispiel Terra genannt. Das Spiel teilt sich ja auch ein in Risikolevel. Der Risiko-Level 1 ist eben ein Bereich, Terra als Beispiel, mit einer sehr hohen Militär- und Polizeipräsenz. Wenn man dort einen friedliebenden Händlerspieler abschießt, dann muss man damit rechnen, eben auch ganz schnell hinter Gittern zu landen und sein Schiff unterm Hintern weggeschossen zu bekommen, so jedenfalls der Plan. Dann gibt es das Gegenteil dazu, Pyro, wo Risikolevel, weiß ich nicht, 4 oder 5 herrscht, wo es eben überhaupt keine Sicherungsmöglichkeiten gibt, außer denen, die die Spieler selbst bieten. Und dazwischen liegt Crusader. Die haben Bereiche, wo es einigermaßen sicher ist. Die haben Bereiche, wo es einigermaßen unsicher ist. Ja, und dann gibt es noch Risikolevel 6, soweit ich weiß. Das dürfte dann das Vandul-Kriegsgebiet sein. Da greift auch keine Versicherung mehr, dieses Versicherungssystem, was dort CRG sich erdacht hat. Ausnahme sind hier die Lifetime Insurance gesicherten Schiffe. Diese Versicherung, diese LTI-Versicherung gilt eben auch in diesen Gebieten, wenn dort das Schiff eben hops geht. Genau, diese Mischung zwischen PvE im Sinne, dass ich dort wirklich tatsächlich ein Solo-Abenteuer erleben kann und der Entwickler dies auch proaktiv ermöglicht, indem er Missionsinhalte zur Verfügung stellt, indem er sich anguckt, was dort eigentlich passiert, indem er Spieler, die vielleicht dann eine Gefahr darstellen, auch entsorgt oder wie auch immer dafür sorgt, dass die Sicherheit dort bestehen bleibt. Und auch im Gegensatz zu EVE Online eingreift, wenn es irgendwo zu einem Ungleichgewicht kommt, sei es jetzt bei einer Militär-Piratenpräsenz, sei es, dass die Wirtschaft irgendwie aus den Fugen gerät. Da ist nichts dem oder nur wenig dem Zufall überlassen. Es wird immer überwacht und es wird immer ein wenig gesteuert aus dem Hintergrund heraus. Und das unterscheidet Star Citizen von meines Erachtens allen anderen MMORPGs und in dieser Mischung, ja, finde ich es einzigartig und es hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit EVE Online zu tun,
meiner Meinung nach. G. Casso hat geschrieben, also G. Casso. Warum hat Jumptown die Wirtschaft ruiniert? Was CRG geäußert hat im Inside Star Citizen der letzten Woche. Ja, weil, also ruiniert ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber CRG versucht ja ein gewisses Balancing in diesem Wirtschaftsgefüge zu etablieren und zu verhindern, dass sich Spieler durch irgendwelche Kniffe in ganz kurzer Zeit ganz viel Geld zusammen verdienen können. Hier auch nochmal der Hinweis darauf, wir befinden uns in einer Alpha und es ist schön, dass ihr euch 20, 30 Millionen Alpha UEC zusammen verdient. Dieses Geld wird irgendwann zurückgesetzt werden und dann müsst ihr wieder bei Null anfangen. Das so am Rande erwähnt. Und bei Jumptown war es eben möglich, in ganz kurzer Zeit unglaublich viel Geld zu verdienen. Und das hat eben das ganze Wirtschaftsgefüge in Schieflage gebracht, weil wenige Spieler eben plötzlich ganz, ganz, ganz viel Geld besaßen. Und das möchten sie natürlich nicht. Dennoch möchten sie mit Jumptown 2 diese Möhre hochhalten und sagen, guck mal, hier habt ihr die Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen. Aber das wird natürlich zu einem riesen Gemetzel führen im Zweifelsfall der beteiligten Spielparteien, die eben dieses schnelle Geld verdienen möchten und dann dort zusammentreffen an diesem einen Ort. Das könnte eine ganz interessante Geschichte werden. Und wie gesagt, das Ziel ist es ja, um auch nochmal zurückzukommen auf die Risikolevel, PvE, PvP und so weiter, ein Balancing hinzubekommen. Ich kann als Händler, als Anfänger, Einsteiger in einem Risikolevel 1 Gebiet Geld verdienen. Absolut. Aber eben nur sehr, sehr, sehr wenig. Das richtig dicke Geld oder beziehungsweise die Möglichkeiten, Gewinne zu steigern, steigt, je höher das Risikogebiet ist, der Risikolevel des Gebietes ist, in dem ich mich hineinwage, um dort eben Waren zu verkaufen. Klar, dort, wo Kriegsgebiete sind, wo es unsicher ist, werden potenziell höhere Preise für Lebensmittel etc. bezahlt, einfach weil die Waren dort auch knapp sind. Aber ich habe natürlich dann als Händler auch ein höheres Risiko. Ich muss mich absichern, muss eine Eskorte mitnehmen. Die werden vermeintlich dann auch mehr Geld verlangen und so muss ich halt abwägen, ob es das Risiko wert ist und ob ich tatsächlich am Ende so viel mehr Geld verdienen werde. Und diese ganzen Überlegungen und diese ganzen, ja, dieses Balancing, das Nivellieren des Wirtschaftssystems, das ist, glaube ich, eine unglaublich schwierige Sache, wo CRG noch viel dran feilen wird. Dann hat The Horodator geschrieben, what the fuck? Die wollen billige Charts machen, kein One World. Star Citizen ist somit für mich gestorben. Das war's. Ausrufezeichen. Natürlich ist One World das Endziel, so wie es eben auch in meiner Präsentation ist. Und ein Chart, das ist nicht billig, das ist State of the Art. Aber das ist eben kein Wegwerfprodukt, was die hier produzieren, sondern sie versuchen, etwas zu bauen, was umsetzbar ist nach heutigem Stand der Technik, was nicht irgendein Jeopardy, also irgendein Risiko darstellen würde an der Stelle und was trotzdem zukunftssicher ist. Und da ist Sharding eben im Moment das Mittel der Wahl. Es kommt natürlich auch darauf an, das ist je nach Komponente anders belegt. Ich habe dazu auch nochmal Rückfrage gehalten. Sharding gibt es andere Leute, die kannten das bisher nur im Bereich von Datenbanken, Virtualisierung. Und hier wird es eben dazu verwendet, um ganze Spielwelten zusammenzufassen und unter einen Hut zu bringen. Aber mit billig hat das nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Und wie gesagt, das Ziel ist immer noch, ganz am Ende einen einzigen Chart zu haben, der NDGS Mesh Nodes umfasst. Und wer jetzt ein großes Fragezeichen über dem Kopf hat, wie gesagt, das habe ich alles im Video der letzten Woche erklärt. Es geht also darum, eine Spielwelt für alle zu haben. Aber von der ersten Server-Meshing-Version, dass er auch unterteilt ist, es wird erstmal ein statisches Server-Meshing geben, bis hin
zu einer Version, wo erstmal mehrere Shards dann miteinander arbeiten, bis zu dem Endziel, das wird einfach noch dauern. Und hier sprechen wir eben nicht von ein, zwei Jahren, sondern wahrscheinlich eben über, keine Ahnung, 5 Jahre, vielleicht noch länger. Ich weiß es nicht. Es kommt oft darauf an, auf welche Blocking Points sie stoßen und wo die technischen Grenzen des Machbaren liegen. Eins ist klar, wir befinden uns in einer Zeit, in der sich die Technik mal wieder sehr schnell weiterentwickelt. Und je länger sie entwickeln, desto mehr technologische Errungenschaften stehen ihnen dann auch zur Verfügung. Als Star Citizen angekündigt wurde im Jahr 2012, wäre das, was sie heute entwickeln, noch nicht mal im Entferntesten denkbar gewesen. Und insofern können wir eigentlich dankbar sein, dass wir heute da stehen, wo wir sind technisch und dass CIG eben die Möglichkeit gefunden hat, ihren Traum, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Dann hat Entreri Artemis geschrieben, dass er Plasma so versteht, als wenn es weiteren Brandschaden verursacht und große Hitze ausstrahlt. Es schmilzt sich quasi durch die Panzerung, aber halt über die Zeit. Ich hatte ja letzte Woche über Plasma gesprochen und nicht so richtig verstanden, worum das geht. Hab gemutmaßt, naja, vielleicht strahlt das irgendwie so wie, als wenn eine kleine Atombombe irgendwo eingeschlagen hat oder was weiß ich. Der Entreri Artemis hat geschrieben, er leitet es einfach vom Plasmaschneider ab, wodurch Lichtbögen extreme Hitze erzeugt wird und dadurch Metall zum Schmelzen gebracht wird. Er sieht es also wie eine Glut, die sich dann eine Zeit lang nach dem Einschlag des Plasmas auf, was weiß ich, die Schiffshülle oder auf die Rüstung, wie auch immer, noch durch die entstandene große Hitze durch das Metall weiter durchfrisst, durchglüht. Das fand ich eine ganz interessante Theorie. Wenn auch ihr Theorien zu dem Thema Plasma habt, schreibt mir das gerne. Ich bin da immer sehr neugierig auf Interpretationen von euch, Verständnis. Genau, und nehme das gerne auf in meine Diskussion, in meine Betrachtung, sei es im nächsten Video, sei es in der nächsten Verse Night, wo auch immer sich das gerade ergibt. Shatterproof hat geschrieben, er möchte jetzt nicht negativ sein, doch der zeitliche Ansatz ist zu kurz gedacht. Squadron 42 und auch Star Citizen stehen noch vor der größten Herausforderung. Sie werden ihre Engine wechseln müssen, was wahrscheinlich derzeit auch mit Theaters of War getestet wird, wenn man sich die Stellenausschreibungen von Firesprite genauer anschaut. Da habe ich dann zurückgefragt, bitte um mehr Details? Fragezeichen. Hab aber keine Antwort darauf erhalten. Also das war mir völlig neu. Wieso sollen sie eine Engine wechseln? Sie haben ja gerade erst von der Cry-Engine an auf die Lumberyard-Engine gewechselt und nicht nur das. Sie haben ja so viel dran rumentwickelt. Es wäre ja Selbstmord, jetzt die Engine zu wechseln. Da glaube ich 0,000 dran. Und das glaube ich erst, wenn ich da irgendwo eine wirklich dedizierte Quelle zu bekommen würde. Ich habe da auch bei Unobtainium zurückgefragt, der, wie gesagt, ja auch ein relativ tiefgehendes Verständnis hat und ja auch vorletzte Woche in der Verse Night das gesamte Technikverständnis dort vorgetragen hat und erklärt hat. Der hat mir auch nochmal geantwortet, dass es einen Engine-Wechsel definitiv nicht geben wird. Er schrieb auch in Klammern, dieses Argument wird wohl nie alt werden, wie es scheint. Es ist immer wieder unterhaltsam und er fragt sich wirklich an der Stelle, was man sich denn von anderen Engines erhofft. Ein Engine-Wechsel ist nicht nötig und wäre unfassbar kontraproduktiv, hat er mir geschrieben. Und genauso sehe ich das auch. Warum auch? Nur weil die Unreal Engine 5 vielleicht ein paar mehr Grafikgimmicks hat. Und das heißt aber noch nicht, dass sie in der Physikberechnung genauso toll ist. Selbst der Wechsel zu Lumberyard, schreibt er weiter, war kein wirklicher Engine-Wechsel. Richtig, weil die Lumberyard-Engine eben auf der Cry-Engine basiert. Außerdem ist es ja auch so, dass die CRG-Mitarbeiter, das sind 700 Leute, die kennen sich in dieser Lumberyard-Engine und auch in dem, was sie selber entwickelt haben, sehr, sehr gut aus. Die können quasi im Schlaf Änderungen vornehmen und wissen genau, wo welche Fehler stecken könnten, wo sie was ändern könnten. Und wenn sie jetzt eine Engine wechseln würden, die sie komplett neu lernen müssten, dann würde sich der Entwicklungsprozess ja nochmal 10 Jahre hinziehen. Nee, und deswegen, da glaube ich nicht dran. Ich bitte auch darum, nicht solche Allgemeinplätze irgendwie in den Raum zu werfen, weil, also zumal völlig ohne Quelle, ohne Beleg. Es gibt aber immer wieder Leute, die das lesen und das dann für bare Münze nehmen. Und das tut einfach nicht Not an der Stelle. Also solche Gerüchte, nee, die glaube ich hinten und vorne nicht dran. Es
würde halt überhaupt keinen Sinn machen. Und das, was sie mit der sogenannten Star Engine, wie sie das ja selbst nennen, jetzt entwickelt haben, das ist mehr als State of the Art. Und das alles wirklich ganz extrem auf Effizienz getrimmt. Natürlich gibt es Spiele, die vielleicht ein bisschen besser aussehen, aber in der Art und Weise, wie hier mit Daten umgegangen wird, nämlich hochgradig effizient, da dürfte auch ein Engine-Wechsel nicht wirklich helfen an der Stelle. So, bleiben wir gleich mal bei Unobtainium. Der hat nämlich geschrieben oder gefragt im Spektrum, ob das statische Server-Meshing virtuelle Server nutzt oder nutzen kann. Dazu hat er geschrieben, ursprünglich dachte ich, dass feste Territorien für Spieleserver im statischen Server-Meshing bedeuten würden, dass die Serverkosten im Vergleich zum dynamischen Server-Meshing höher wären. Denn im dynamischen Server-Meshing könnte die optimale Anzahl von Servern ermittelt werden und die Serverkosten reduzieren. Und deshalb würde im statischen Server-Meshing die Anzahl der Game-Server pro Shard immer noch eher niedrig gehalten werden, bis das dynamische Server-Meshing eingeführt ist. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass virtuelle Server in der Regel auf einem Pay-What-You-Compute-Bezahlmodell laufen. Wenn ein Server also nicht oder nur sehr wenig ausgelastet ist, verursacht er auch nicht viele Kosten. Daher könnte die Anzahl der Spieleserver pro Shard höher sein, als ich ursprünglich annahm, auch ohne dynamisches Server-Meshing. Ist das korrekt? Clive Johnson hat dazu geantwortet, dass die VMs, die Virtual Machines, pro Zeiteinheit abgerechnet werden. Also kosten 10 Minuten für einen untätigen Spieleserver genauso viel wie 10 Minuten für einen voll ausgelasteten Spieleserver. Beim statischen Server-Meshing ist es möglich, dass einige Spielserver zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ausgelastet sind. Das statische Server-Meshing hat also definitiv einen Kostennachteil gegenüber dem dynamischen Server-Meshing. Aus diesem Grund werden wir, sobald die statische Version funktioniert, so schnell wie möglich zum dynamischen Server-Meshing übergehen. Aber sobald sich die statische Mesh-Technologie bewährt hat, werden wir die Anzahl der Spielserver pro Shard so lange anpassen, bis wir mit einer Balance zwischen Kosten und Spielerlebnis zufrieden sind. Während dies geschieht, werden wir auch an der dynamischen Meshing-Technologie arbeiten. Also Sie haben die Kosten im Blick. Das statische Server-Meshing wird im Zweifelsfall erstmal teurer sein als das dynamische, aber sie sind mit Hochdruck daran, eben diesen Weg auch zu beschreiten. Dann kam ein Kommentar dazwischen von BigJono66, der schrieb, die haben keine andere Wahl mehr. Ich denke, das Spiel hat einen Punkt erreicht, an dem die Serverleistung nicht mehr ausreicht und CRG wird nicht in der Lage sein, neue wichtige Inhalte oder Systeme wie Pyro hinzuzufügen, bis das erledigt ist. Es könnte auch für, jetzt kommt's, Squadron 42 erforderlich sein. In diesem Fall wird es priorisiert werden, da Squadron 42 den größten Teil der Entwicklungsarbeit erhält. Hui, also das haben wir jetzt ja schon mal ein-, zweimal klargestellt, dass Squadron 42 kein Server-Meshing benötigen wird. Also ja, ich weiß nicht, beziehungsweise ich gehe auch davon aus, dass ohne statisches Server-Meshing es kein Pyro geben wird. Aber mein Verständnis ist, ganz ehrlich, dass sie hier kurz vor dem Ziel sind. Das ist jetzt ein Bauchgefühl. Aber wenn ich mir einfach so das angucke, was geschrieben wird, was erzählt wird im Spektrum, in den Videos und so weiter, haben sie einen konkreten Plan. Und wenn ich mir die Roadmap angucke, dann sind dort all die Stichpunkte, anhand dessen wir ja auch diese sehr komplexe Darstellung bauen konnten, zu sehen, wie gesagt, in meinem Video der letzten Woche, wo es um die Technik ging und die technische Struktur. Und das Einzige, was jetzt noch passieren kann, sind wirklich Limitierungen hinsichtlich Latenz, Ping und so weiter. Ich gehe aber davon aus, dass wir eine allererste Version und sei es nur für Präsentationszwecke zur CitizenCon bekommen werden, wo eben Server-Meshing auch vorgestellt wird, wo es Pyro geben wird. Und aber bis wann wir das dann bekommen, denke ich schon, dass es 2022 werden wird. Aber egal wie, Server-Meshing wird nicht für Squadron 42 benötigt. Selbst wenn es einen Koop-Modus geben würde, wovon ich so gar nicht ausgehe, würde das nicht benötigt werden. Was sie benötigen, das ist das Object-Container-Streaming, und zwar das clientseitige und auch das serverseitige. Und die zugrunde liegenden Strukturen, die Datenkommunikationsstrukturen etc., die sind natürlich gleich zwischen Star Citizen und Squadron 42. Das heißt aber nicht,
dass Squadron 42 einen Server benötigt, um laufen zu können. Soweit ich mich entsinne, wurde ja auch zugesagt, dass Squadron 42 wirklich als Standalone auf unserem Client läuft, ohne Serververbindung. Das heißt, auf unserem Client wird ein virtueller Server laufen, der dann dies serverseitige Object Container Streaming nutzen kann. Das funktioniert ja bereits alles. Deswegen technisch mit Blick auf Squadron 42 mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Da sind wir schon über den Berg rübergegangen. Da geht es jetzt wirklich nur noch darum, die Assets fertig zu kriegen, die Lokationen fertig zu kriegen, dass das alles vernünftig funktioniert mit dem Nebel etc. Da sind sie auch noch bei Level noch zu bauen und letzte Waffen und so weiter. Sie müssen die Raumschiffe, die dort benutzt werden, fertig kriegen. Deswegen auch diese Goldstandard-Geschichte, da komme ich ja nachher noch drauf. Bei Squadron 42 mache ich mir gar keine Gedanken. Ich gehe davon aus, dass da jetzt richtig Druck auf den Kessel kommt, was ja auch der Umzug zeigt von Chris Roberts und seiner Familie nach England. Das ist nicht mal ebenso gemacht. Das ist für eine Familie eine mordsgroße Herausforderung. Und das ist sicherlich keine Entscheidung, die sie mal eben über Nacht getroffen haben, weil da hängen auch Existenzen dran. Man verlässt eben seine Familie, Tanten, Onkel, Oma, Opa. Die Kinder werden aus ihrem Umfeld rausgerissen, müssen in eine neue Schule, müssen mit neuen Kindern klarkommen und so weiter. Das ist eine riesig große Herausforderung, wo ganz viel dran steckt. Und dass er das auf sich nimmt, das zeigt einfach auch, was für ein Riesenfokus jetzt wirklich auf der Fertigstellung von Squadron 42 liegt. Und ich denke, dass sie bis Ende des nächsten Jahres da mit Hochdruck dran arbeiten werden, dass sie da auch durch eine Crunch-Phase entsprechend durchgehen werden. Und dass wir, ich halte mal so meinen Daumen in den Wind, zur Gamescom 2023 dann eine Präsentation kriegen werden und Live-Release dann vielleicht Weihnachten 2023. Vielleicht ja auch schon Live-Release zur Gamescom 2023. Das ist alles, wie gesagt, Spekulation, Daumen in den Wind. Aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Bei dem Server-Meshing und Star Citizen, da haben sie ja noch ganz, ganz, ganz andere Herausforderungen. Das haben sie auch geschrieben mit den ganzen Abstürzen, die sie zurzeit haben, mit den Lecks, die sie zurzeit haben. Das zu finden, das zu bereinigen und zum Laufen zu kriegen, ist eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung. Und da, denke ich, werden wir noch ein paar Jahre länger warten dürfen auf Star Citizen. Guti, dann eine zweite Frage von Unobtainium, die ebenfalls von Clive Johnson beantwortet wurde. Und zwar hat er gefragt: Hat die Technik aus der Zeit vor dem Server-Meshing, zum Beispiel Entity Authority, schon ihren Weg ins Spiel gefunden? Clive hat davon gesprochen, dass einige der Technologien, die das Server-Meshing ausmachen, vor dem eigentlichen Server-Meshing veröffentlicht werden. Sind einige von ihnen bereits im Spiel? Werden sie in den Patch-Notes erwähnt werden, wenn sie veröffentlicht sind? Da hat Clive Johnson darauf geantwortet, ja, einige Teile haben bereits ihren Weg in 3.13 und 3.14 gefunden. Hauptsächlich Refactoring-Arbeiten und einige Grundlagen für den Replication-Layer. Ich glaube nicht, schreibt er weiter, dass die in den Patch-Notizen erwähnt wurden, wahrscheinlich weil sie das Spielerlebnis nicht wesentlich verändert haben. Wenn wir die Änderungen so schnell wie möglich veröffentlichen, können wir sie in PTU und Live testen, also in PU, und Daten darüber sammeln, wie sie funktionieren. Größere, greifbare Änderungen werden in zukünftigen Versionen erscheinen, aber natürlich kann ich keine Details nennen, die nicht bereits auf der Roadmap stehen. Hier muss ich mal viel geredet, mal einen Schluck Kaffee nehmen. So, heißt, wenn wir uns erinnern an das Video von der letzten Woche, sie haben die Grundlagen für den Replication Layer gelegt. Sie haben erste Teile in dem Spiel, die sie testen, wo sie gucken, wie sie funktionieren und tasten sich an das Gesamtbild heran und gucken, wie sie funktionieren, ziehen Schlüsse, entwickeln es weiter. Iterativ ist ja das Stichwort. Sehr, sehr interessant. Dann habe ich einen witzigen Eintrag gefunden auf Reddit, der heißt schlicht High Fidelity, was so viel heißt wie hohe Wiedergabetreue, also sieht aus wie im echten Leben. Und zwar gibt es in Star Citizen seit neuestem so bewegte Werbemonitore, Werbeplakate mit Bewegtbildern drauf. Und da hat er hier herangescrollt und man sieht die RGB-LEDs, die vermeintlichen. Und das ist eben wie im richtigen Leben. So eine LED-Anzeige, Flachbildschirm, ist ja auch
eine Anordnung von Leuchtdioden, die als Pixel für eine Videoanzeige verwendet werden. Und der Hack daran ist ja, dass die einfach sehr, sehr stark leuchten und deswegen aufgrund ihrer Helligkeit eben auch und Unanfälligkeit gegenüber Wettereinflüssen können die auch im Freien verwendet werden. Und auch in Bereichen, wo die Sonne zum Beispiel stark drauf scheint oder auch im Dunkeln sowieso. Und wenn man da ganz, ganz nah ran scrollt auf Makroebene, dann würde man eben auch diese einzelnen LEDs erkennen, wie das hier auf dem Bild von auf Wikipedia auch zu sehen ist. Also sprich, ein LED-Display ist nichts anderes als eine Matrix aus roten, grünen und blauen Dioden. Und das spricht mal wieder für CRG. Ich finde es immer wieder faszinierend, diese Detailverliebtheit. Tatsächlich hat dann auch der Big28K dort bestätigt, dass das eigentlich keine wirkliche Hexerei ist. Das ist einfach eine gekachelte Pixel-RGB-Textur, die über die Videotextur gelegt worden ist. Und das führt eben zu diesem sehr witzigen Effekt. Dann hat Friendpire gefragt, warum der Ping im Spiel so hoch ist im Vergleich zu cloudping.info. Genauer schreibt er: Hallo, ich habe mich gefragt, warum mein Ping im Spiel so hoch ist. Laut cloudping.info ist meine Verbindung zu den europäischen AWS-Servern, also Amazon Web Services-Servern, wie folgt. Irland 44 Millisekunden, London 39 Millisekunden, Frankfurt 25 Millisekunden, Paris 33 Millisekunden, Stockholm 45 Millisekunden. Aber wenn ich Star Citizen spiele, schreibt er weiter, und mich mit EU-Servern verbinde, zeigt es immer einen Ping zwischen 46 und 120 an. Die meiste Zeit liegt er bei 70 Millisekunden. Das ist doppelt so viel, wie er sein sollte. Wenn ich andere Spiele spiele, liegt mein Ping immer zwischen 25 und 40 Millisekunden. Sollte es nicht ähnlich sein wie bei den AWS-Servern? Und hier hat Clive Johnson was ganz Interessantes zugeschrieben. Er schreibt: Das Problem wird durch ein Leistungsproblem des Netzwerk-Threads des Servers verursacht, das es dem Server nicht erlaubt, eingehende Pings schnell genug zu verarbeiten. Das Problem hat sich in letzter Zeit verschlimmert, da immer mehr Inhalte und Codeänderungen vorgenommen werden, um mehr Daten über das Netzwerk zu übertragen. Wir werden uns das Problem ansehen, sobald der Zeitplan es erlaubt. Da hat Nightbird dann nochmal weitergefragt: Beinhaltet der im Spiel gemeldete Ping die Serververarbeitungszeit? Ja, mit anderen Worten, statt Empfang und Antwort in einem Ping-Test ist es Empfang plus Verarbeitung plus Antwort im Spiel. Wenn ja, ist die Differenz angemessen. Und Clive Johnson bestätigt das. Ja, das ist das Endergebnis. Der Ping-Code berücksichtigt normalerweise die winzige Zeit, die für die Verarbeitung der Ping-Nachricht aufgewendet wird. Von dem Zeitpunkt, an dem sie aus dem Socket gelesen wird, zu dem Zeitpunkt, an dem die Antwort an den Client zurückgeschickt wird. Aber das Leistungsproblem bedeutet, dass die Ping-Nachricht eine Weile im internen Empfangspuffer des Sockets liegen kann, bevor sie vom Netzwerk-Thread abgeholt wird. Der gemessene Ping ist also die Zeit, die das Netzwerk für die Hin- und Rückreise benötigt, zuzüglich eines zufälligen Anteils der Verarbeitung durch andere Netzwerk-Threads. Also ganz, ganz interessant, wenn wir hier vom Ping reden bei CRG, bei Star Citizen, dann ist das nicht nur das Signal, was vom Client zum Server und zurückgesendet wird, sondern dieser Datenping, der wird vom Server noch gehalten, verarbeitet über einen gewissen Zeitraum und erst dann zurückgeschickt. Und das sorgt natürlich für eine höhere Pingzahl, obwohl die eigentlich im Normbereich liegt, zwischen ja, 25 und 40 Sekunden gemäß den AWS-Server-Pingzeiten. So, mal einen Schluck Kaffee nehmen. Der wird immer so schnell kalt. Ich muss mir mal so einen Kaffeebecher besorgen mit so einer Doppelwandung, dass der Kaffee ein bisschen länger warm bleibt. Ach, wie lange rede ich eigentlich schon wieder? Das Zeitgefühl verloren. Naja, also, jetzt sind wir mit meinen Notizen durch. Wie gesagt, das waren alles so Themen, über die ich gestolpert bin, sei es im Rahmen eurer Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank dafür an der Stelle. Wie gesagt, der Fehler mit dem FireSprite tut mir leid, habe ich an dieser Stelle korrigiert. Chris Roberts von FireSprite hat nichts zu tun mit dem Chris Roberts von CIG. Und wenn ihr sonst Themen habt, wenn euch irgendwas auffällt, Themenvorschläge etc., schreibt mir das gerne unter den YouTube-Kommentaren auf Discord. Ja.
Und dann gibt es ein Inside Star Citizen. Der erste Teil mit den Krankenhäusern geschenkt. Ich finde es mal wieder ganz spannend. Ich kann hier ein paar Bilder einblenden, dass sie so typisch CIG nicht einfach ein Krankenhaus, also ein Set an Assets nehmen und da ein Krankenhaus draus bauen und das vielleicht ein bisschen durcheinander würfeln. Nein, jedes Krankenhaus an jedem Standort sieht anders aus. Faszinierend. Und ganz besonders eklig finde ich das Krankenhaus auf Grimax. Also da möchte ich wirklich nicht operiert werden. Ganz fürchterlich. Und da gibt es ja auch noch einen kleinen Kniff. Man kann dort direkt sozusagen als Emergency-Plattform direkt vor dem Krankenhaus landen und sich da reinschleppen, um noch irgendwie die Kugel aus seinem Körper raus operiert zu bekommen. In der Zeit kann es aber natürlich passieren, dass einem das Raumschiff dort auf der Plattform weggeschossen wird. Also man sollte da schon irgendwie einen Buddy mitnehmen, der das Raumschiff dann auch für einen noch verteidigt, ja, schützt. Ganz interessant. Aber wie gesagt, wenn ich mir so, ich finde es immer wieder faszinierend, diesen Detailgrad und mir das anzugucken. Einfach, dass hier nichts von der, wie von der Stange wirkt, sondern dass sie sich über alles Gedanken machen. Was selbst die Position der Nahrungsmittel in dem Verkaufstresen betrifft oder eben die Medicals, Pflaster, was weiß ich. Ja, einfach faszinierend. Dann gab es einen zweiten Teil und den fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar, seit einigen Quartalen gibt es den Begriff Goldstandard. Und da habe ich mich schon gefragt, was heißt das eigentlich, Goldstandard? Da habe ich dann die Antwort erhalten, ja, dann sind die Raumschiffe komplett fertig. Also dann funktioniert bei der 600i zum Beispiel auch der Navigation Globe. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss irgendwas anderes sein, weil dieser Navigation Globe, das müssen sie noch komplett neu entwickeln. Die Raumschiffe sollen ja jetzt schon im Goldstandard sein und dann müssten die komplett funktionsfähig sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und tatsächlich ist Goldstandard für CIG ein bisschen was anderes als das allgemeine Verständnis, wo ja Goldstandard bedeutet, etwas ist fertig und geht raus in die Produktion. Der Goldstandard orientiert sich nämlich an dem aktuellen Stand der Entwicklung. Aber der Reihe nach. Der Goldstandard-Pass ist das, was CIG als den aktuellen, finalen Stand für die Raumschiffe und Fahrzeuge bezeichnet, erklärt John Crew. In erster Linie finalisieren sie die Platzierung der Knöpfe im Cockpit. Es können auch Knopfanimationen sein. Sie stellen sicher, dass alles metrisch korrekt ist, sowohl bei den Charakteren als auch bei den Gegenständen. Sie legen alle Beleuchtungspässe, Materialpässe für die Schiffsgegenstände fest. Also ein Pass ist immer, wenn etwas durch den Abnahmeprozess geht und dann abgenickt wird und dann gilt es als fertiggestellt und funktionsfähig. Der Goldstandard, erklärt er, ist die Fertigstellung des Schiffes zu einem möglichst vollständigen Standard mit dem Funktionsumfang, den wir jetzt im Spiel haben. Das erste Schiff, was diesen Durchgang durchlaufen hat, das war die Aegis Gladius. Das ist wie mit Orison. Die einen sagen Orison, wo ich auch nach wie vor glaube, das ist die richtige Betonung und die richtige Aussprache. Andere sagen Horizon. Wobei, wenn ich mir angucke, Horizon, also der Horizont wird ja mit Z geschrieben, wenn es Horizon heißen ausgesprochen werden würde, dann müsste das mit Z geschrieben werden, meines Erachtens. Ich denke, es wird Horizon ausgesprochen, aber die CIG-Leute wissen es selber nicht. Dann habe ich schon gedacht, eigentlich müsste das Lore-Team auch noch hingehen und definieren und festlegen, welches Wort, also welche Marke wie ausgesprochen wird, wenn sie wirklich 100% sein sollen. Und das Gleiche haben wir nämlich bei Aegis. Also einige sagen Aegis. Ich bin der Meinung, dass Aegis eigentlich die richtige Aussprache ist. Dann gibt es Leute, die sagen Aegis und so weiter. Also da gibt es auch zig Möglichkeiten, das auszusprechen. Ich sage jetzt an der Stelle Aegis. Und da es noch nicht festgelegt ist, wie es ausgesprochen wird, sprecht es einfach aus, wie ihr lustig seid. So, bei der Gladius hat CIG damit begonnen, Komponentenverschläge und ein Aufbewahrungsfach oder Aufbewahrungsfächer für persönliche Gegenstände hinzuzufügen.
Die Gladius hatte darüber hinaus keine sichtbare Scheinwerferquelle, also haben sie die jetzt auch noch hinzugefügt an der Vorderseite. Dann kamen Landegestelle hinzu, die Schubdüsen haben sie nochmal angefasst, um zu gucken, bei welcher Triebwerksstärke dann die Flamme hinten rauskommt, in welcher Intensität. Ja, und Ziel ist, dass man aus der Entfernung auch erkennen kann, ob sie gerade viel Schub gibt oder wenig, dass man seine Rückschlüsse daraus ziehen kann. Man hat den Treibstoffanschluss gelegt und noch ein paar geometrische Optimierungen und Materialoptimierungen vorgenommen und weitere Dinge, die man nicht unbedingt sieht, aber das Spiel optimieren und besser laufen lässt, erklären sie. Und somit ist es die Gladius zum aktuellen Zeitpunkt in dem Goldstandard. Das nächste Schiff, was man dann in den Goldstandard gebracht hat, ist die Saber. Hier hat man halt alles angewendet, was man von der Gladius gelernt hat und das auf die Saber übertragen. Zum Beispiel das Damage Mesh, also das Schadensmesh, das Schadensnetz. Eine Reihe von Beleuchtungselementen, damit man eben das Schiff auch aus der Ferne erkennen kann, aber trotzdem nicht so sehr erkennen, weil John Crew ergänzt, es ist ja auch immer noch ein Stealth-Schiff, mit dem man sich irgendwo anschleichen kann. Und nachdem das ganze Äußere fertig war, hat CRG dann angefangen, das Armaturensegment zu überarbeiten, damit es nicht mehr so unaufgeräumt wirkt. Man hat jetzt einen besseren Blick auf das Cockpit, auf die Knöpfe. Die sind funktionsfähig im Rahmen des aktuellen Standes des Spiels. Und jetzt ist es eben im Goldstandard. Das heißt, so wie es jetzt ist, nach dem aktuellen Stand der Entwicklung, funktioniert es mit seinen Komponenten, mit den Knöpfen und so weiter. Die Retaliator ist hier eine ganz andere Geschichte, da sie ein größeres Schiff ist, ein Multicrew-Schiff und ein modulares Schiff. Also eine viel größere, aufwendigere Aufgabe im Vergleich zur Gladius oder zur Saber. Es liegen dieselben Arbeitskriterien zugrunde. Das Cockpit, die Komponenten, das Hinzufügen all dieser Dinge, die Überprüfung der Metriken etc. Aber eben, wie gesagt, weil die Tully einen Innenraum hat, kommen zusätzliche Aufgaben hinzu. So dass zum Beispiel die gleiche Arbeit, die CRG für das Cockpit des Piloten durchführen muss, auch für die Geschütztürme, für die Turrets durchführen muss. Bei den Komponenten, die man physisch aus dem Schiff herausnehmen kann, kann man sie physisch aus dem Schiff herausnehmen? Müssen in Anbetracht dessen, dass mehrere Leute in diesem Schiff unterwegs sind, die Türen breiter sein? Und wenn man sie breiter macht, passen sie überhaupt noch ins Schiff, wenn sie sich öffnen? All diese Fragen müssen beantwortet werden. Und sie haben sich eben dann auch die Zeit genommen, sich den zentralen Raum anzusehen und zu überlegen, ob und wie das verbessert werden kann. Und hier haben sie zum Beispiel entschieden, die Tully verfügte über zwei Aufzüge. Einen Aufzug haben sie entfernt und anstatt dessen einen Dockingkragen hinzugefügt. Den haben sie auch von oben. Hatte sie oben und unten einen Dockingkragen? Oh, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Also sie haben den Dockingkragen an die seitliche Luftschleuse eingebaut, was jetzt beim Docking eben auch entsprechend hilfreich ist. Man kann andocken und das Schiff ganz natürlich verlassen. Aber sie haben jetzt einen Aufzug verloren. Die Tully ist ein Schiff, wo mehrere Leute unterwegs sind. Also auch mehrere Leute eben mal schnell, in Anführungsstrichen, so wie das, soweit das eben schnell möglich ist mit einem Aufzug, rein und raus kommen müssen. Dementsprechend mussten sie die Metriken ändern und den Aufzug größer bauen, damit da mehr Menschen unterkommen können. All solche Fragen haben sie eben beantwortet. Dann das Modulthema, dass die Taliator, die Retaliator ist ja nicht nur als Bomber, sondern sie kann auch als Frachter verwendet werden. Sie haben ein Dropship-Modul, das muss alles passen. Diese Module wurden auf den aktuellen Stand gebracht und ja, wird jetzt eben dann das als nächstes das Goldstandard-Schiff werden an der Stelle. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ob diese Module dann demnächst tatsächlich auch im Verse verfügbar sein werden. Da gibt es ja keine Aussage zu. Ist natürlich, wäre eine sehr spannende Geschichte, die Retaliator jetzt voll einsatzfähig und auch mit austauschbaren Modulen im Verse zu haben. Ja, und das ist der Goldstandard. Im Moment fokussieren sie sich darauf, alle Schiffe in den Goldstandard zu bringen, die für Squadron 42 eine wichtige Rolle spielen. Und erst dann, wenn sie alle für Squadron 42 wichtigen Schiffe in einen Goldstandard gebracht haben, dann werden sie zu den Star Citizen Schiffen, zu den übrigen Schiffen übergehen. Auch das eine sehr, sehr wichtige Aussage. Also alles hat im Moment den Fokus auf Squadron 42, was ich sehr positiv finde und was mich einfach sehr, sehr freut. Bin mordsgespannt auf das Spiel und ja, ihr wahrscheinlich auch.
Und meine Einschätzung zur Entwicklung und zum Release habe ich euch ja schon gegeben. Übrigens noch eine ganz interessante Randnotiz sozusagen. Ich hatte von Ben erfahren, das ist der Autor, der die legendäre Star Citizen GameStar Black Edition geschrieben hat. Und der ist inzwischen selbstständig mit einer Seite, die heißt Space for Games. Da steckt ja sehr viel Liebe rein, sehr viele Details. Ich binde das hier mal ein. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Die Seite macht wirklich viel, viel Spaß, ist auf freiwilliger Basis. Und wer möchte, kann dort auch mit freiwilligen Spenden unterstützen und sich dort dann Zugang zu einem Premium-Bereich verschaffen, soweit ich das in Erinnerung habe. Und Ben hatte mir mal gesagt, er wollte mal mehr Informationen haben zu Star Citizen. Und tatsächlich sind all seine Anfragen im Sande verlaufen. Es gab mal ein Presseportal, da wollte er sich einloggen. Das gibt es nicht mehr, dieses Presseportal. Und bestätigt hat das der Peter Bartke. Und zwar hat er in der aktuellen GameStar nochmal das Thema Quantum, Quanta und Quasar aufgenommen, reflektiert auf Basis des Videos von Tony Sie, was ihr ja auch hier auf meinem Kanal übersetzt bekommen habt, beziehungsweise der Sawyer vom Crash Academy Network hat das auch nochmal ganz tiefgehend in einem mehrstündigen Video betrachtet. Sehr, sehr spannend. Und der Peter Bartke wollte zu dem Thema eben mehr wissen. Hatte noch Fragen, die über dieses Video hinausgehen, und auch der ist ins Leere gelaufen, hat keinerlei Antwort bekommen auf seine Anfragen. Wie gesagt, Presseportal ist tot. Das heißt, CRG hat sich komplett abgeschottet gegenüber der Presse und gibt nichts mehr raus. 0,000. Man kann nur mutmaßen, warum. Ich denke, sie wollen einfach vermeiden, dass irgendwelche Gerüchte, Spekulatius, wie auch immer, rausgehen. Sie wollen sich ausschließlich auf die Entwicklung konzentrieren und werden erst dann ihre Tore auch für die Presse wieder öffnen, wenn sie etwas Vorzeigbares haben. Und bis dahin geht nichts raus. Ich denke, das ist da entschieden worden und konsequent durchgezogen. Sogar im Sinne dessen, dass sie so weit gehen. Ich finde das ja unfreundlich, kann man das so sagen, unfreundlich, dass sie nicht auf Mails, nicht auf Telefonanrufe, auf gar nichts mehr reagieren, was irgendwie mit Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben. Das finde ich schon eine sehr erstaunliche Entwicklung. Aber vielleicht haben sie eben auch, es gab ja auch hier und da negative Berichterstattung, da ihre Lehren draus gezogen, haben sich gesagt, wir haben so viel Mehraufwand damit, gegen diese negative Berichterstattung irgendwie anzukämpfen, dass wir jetzt erstmal gar nichts mehr rausgeben, so dass man im Umkehrschluss eben auch keine offiziellen Statements, keine Zeit mehr für offizielle Gegenstatements irgendwie aufbringen braucht, sondern konzentriert sich eben nur auf die Spielentwicklung. Und das zeigt ja auch letzten Endes, dass es überhaupt keine Interviews mehr gibt. Es gibt überhaupt keine Medienauftritte mehr, außer den eigenen Formaten Inside Star Citizen, Star Citizen Live und das, was dann eben so nebenbei noch an Videos rauskommt zur Veröffentlichung oder dann eben zur CitizenCon. Aber da ist alles durchgeplant, da wird jetzt nichts mehr dem Zufall überlassen. Man kann das schade finden. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit die gehabt haben im Hintergrund für diese ganzen Gegendarstellungen. Die haben gerade echt andere Baustellen. Sie wissen, dass ihnen, ich will nicht sagen, die Zeit davon rennt, aber dass sie jetzt langsam liefern müssen, dass sie einfach auch zeigen müssen, dass sie es können. Und sie müssen liefern. Und auch das, denke ich, spricht einfach für einen Release von Squadron 42, also dem ersten Teil dieser Saga, dann spätestens in 2023. Übrigens, noch eine ganz wichtige Information. Ich habe ja gerade Urlaub und habe die Zeit jetzt genutzt, für das EVA-Sprachpaket nachzuarbeiten. Da hat es jetzt ja schon neue Patches gegeben. 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. Und da gab es einige neue Befehle und so weiter. Da habe ich eben das Sprachpaket SAM eingesprochen. Und 1.2.4 beinhaltet die komplette History-Line, also die sogenannte Time Capsule von Star Citizen, wo ihr die komplette zugrunde liegende Geschichte in einer konsolidierten Form erklärt, erzählt bekommt. Und auch das sind insgesamt fast anderthalb Stunden Text, habe ich mir mal vorgenommen und habe es komplett eingesprochen. Wenn ihr also demnächst, wenn dann der nächste EVA-Patch rauskommt,
und ihr euch schon immer mal dafür interessiert habt, was es mit der Star Citizen-Geschichte, Hintergrundgeschichte auf sich hat, da kriegt ihr dann das komplette Informationspaket von mir vorgelesen, teilweise so ein bisschen im Hörspielformat. Und ja, dann seid ihr auf dem Stand und vielleicht habt ihr auch Spaß, selber mit dem System von MacLeod mit Eva zu spielen, zu probieren. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr euch von Eva dort dann bespaßen lasst, also ob die euch antwortet auf eure Eingaben, auf eure Befehle, auf eure Sprachbefehle oder ob ihr meine Stimme wählt. Und wie gesagt, ihr könnt auch euch Eva installieren und die Automatismen genießen, die dahinter stecken. Wenn das einmal konfiguriert ist, braucht ihr nämlich euch die ganzen Tastaturbefehle nicht mehr zu merken, sondern das macht dann alles Eva für euch. Da stecken MacLeod und Denox stecken da unendlich viel Arbeit rein und ich finde das nach wie vor ein sehr, sehr spannendes, sehr faszinierendes Projekt, was in Anbetracht dessen, dass wir langsam eine Tastaturbelegung haben, für die man schon wirklich ein Studium braucht, was man sich bald nicht mehr merken kann, macht das immer mehr Sinn, sich durch so ein Tool dort unterstützen zu lassen. Gut, ihr Lieben, das Käffchen ist jetzt kalt. Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt nochmal rein in das Star Citizen Live und schauen uns an, was Turbulent dort eigentlich treibt in Montreal. Yeah, you were too many people today, right? Yeah, it was too many people to be early. Oh, yeah. Our audio is live. Let's start the show. Hang out with many of our guests. This, you see Benoit right there? Wave Benoit. Hi, Benoit. Hello. And with Benoit, who you all know. Im Star Citizen Live ist, wie gesagt, eine Auswahl an Kolleginnen und Kollegen der Firma Turbulent zu Gast. Dem Unternehmen, die nicht nur den Webauftritt, sondern die gesamte Online-Plattform gebaut hat, den Shop, das Pledge- und Buyback-System, den Launcher, Teile von Voice-over-IP und Face-over-IP, Spectrum und natürlich auch die ArcMap. Und im letzten Jahr hat sich bei Turbulent viel getan. Sie sind jetzt nicht mehr nur ein Unternehmen, was CIG zuarbeitet mit den Systemen und Techniken, die ich gerade aufgezählt habe, sondern sie haben auch ein Studio in Montreal eröffnet und schwingen sich damit auf zum Game-Studio, quasi zur Vorstufe einer Spieleschmiede, die sich nicht nur mit den vorhergenannten Themen beschäftigen, sondern mit der Erstellung von Spielumgebungen, von Features und auch Tools. Und Benoit erzählt im späteren Teil des Streams, Benoit Beausséjour, der CTO und Mitbegründer von Turbulent ist, dass Turbulent sich noch weiterentwickeln möchte und Leute sucht mit dem Ziel, komplette Gameplay-Loops in Eigenverantwortung erstellen zu können. Und auch sind sie nun kein unabhängiger Auftragnehmer von CIG mehr, als vielmehr ein Partner, mit dem im engen Schulterschluss an Star Citizen gearbeitet wird. Zurzeit sitzen in Montreal 37 Leute, wovon 9 in diesem Star Citizen Live zu Gast sind. Und das sind Guillaume, der ist Production Lead Montreal, Annie, Associate Producer, das ist das Mädel mit den blauen Haaren. Die hat zuvor 7 Jahre bei Eidos gearbeitet und hat sich dort um die Marvel-Partnerschaften gekümmert. Das ist jetzt ihr zweiter Job hier. Die ist ganz enthusiastisch dabei. Jason, Senior Environment Artist, der war früher bei Ubisoft und Warner Brothers, arbeitet aktuell an den Kliniken der Raumstationen. Er wollte schon früher für CIG arbeiten, erzählt er, aber da er in Montreal lebt und nicht umziehen wollte, war das zu der Zeit keine Option. Da Turbulent jetzt in Montreal die Niederlassung gegründet hat, das Studio, hat er diese Gelegenheit nun ergriffen und arbeitet über Turbulent für und mit CIG. Dann haben wir Rainer, Environment Artist, der hat eingangs an und mit und für Wii gearbeitet. Dann hat er Spiele für Eidos, Ubisoft und Warner entwickelt, bevor er dann von Benoit angefragt wurde für einen Job bei Turbulent. Brittany, rechts im Bild, ist Concept Artist und ganz frisch dabei. Es ist ihr erster Job in der Branche, arbeitet unter anderem an den Colonial Outposts, an den Kliniken und auch an den Pyro-Stationen. Dann haben wir Benjamin, der ist Lead Programmer, seit Dezember 2020 bei Turbulent dabei und entwickelt die Tools in 3DS Max und Houdini, mit denen die Artists und Designer arbeiten. Er ist dabei spezialisiert in der prozeduralen Generierung mit dem Ziel, mehr und schneller Entitäten in der Spielwelt verteilen zu können.
Dann haben wir Nenno, der ist Level Designer, hat vorher bei Ubisoft gearbeitet und hier an For Honor und Rainbow Six mitgewirkt, wobei er dort als Camera Specialist tätig gewesen ist. Und da erzählt Benoit auch, dass er immer wieder fasziniert ist, wenn Nenno etwas erstellt, ein kleines Filmchen, dann ist er immer ganz begeistert über die Kameraeinstellungen. Und ja, das hat er eben von der Pike auf gelernt. Bei Turbulent in Montreal, wie gesagt, ist er als Level-Designer tätig, arbeitet dort an den Krankenhäusern und sitzt zurzeit an den Raumschiff-Wracks und ja, als Level-Designer eben, denkt sich das aus, überlegt sich, welche Rätsel es hier geben könnte. Dann gibt es Guillaume Teil 2. Mit vollem Namen heißt er James Aldo, ist Technical Artist, hat zuvor bei Ubisoft Paris an Ghost Recon und Rainbow Six mitgewirkt und ist auch im Dezember 2020 zu Turbulent dazugekommen. Gio arbeitet im Team zusammen mit Benjamin, indem er Tools für Designer und Artists entwickelt. Und zuletzt, wie gesagt, Benoit Bossejour, CTO und Mitbegründer von Turbulent, Urgestein und mit dabei, wie Jared augenzwinkernd sagt, seit der Erfindung oder noch vor der Erfindung von Farbfernsehen. Was mir aufgefallen ist bei Benoit, wie gesagt, der ist ja schon lange dabei, als ich den zum ersten Mal in einem Video gesehen habe, ich müsste ein Around the Verse gewesen sein, da hat er noch so ein französisches Englisch gesprochen und inzwischen spricht er ein super sauberes Englisch, sodass ich den gar nicht mehr als französischsprachigen Landsmann ja, erkennen könnte. Also der hat sich da sprachlich wirklich ganz toll weiterentwickelt. Im Folgenden erzählt die Truppe ja über super viele Zusammenhänge, Eindrücke. Sie loben sich auch ganz toll. Es kommt später eine Frage auch auf, wie geht ihr damit um, wenn ihr eine Tür entwickeln soll? Und dann erzählt jeder so, was es für ihn an Herausforderungen bedeuten würde. Darauf möchte ich gar nicht eingehen, sondern mich wirklich auf die Kernthemen konzentrieren. Es ist überaus empfehlenswert, dieses Star Citizen Live, wer von euch der englischen Sprache mächtig ist, das sich wirklich selbst anzugucken, weil es ist ein sehr charmantes, sehr menschliches Video, respektive Stream. Ich habe das sehr, sehr gerne geguckt. Es ist kurzweilig und, wie ich finde, keine verschwendete Stunde, sondern die Zeit wert, sich dort hineinzubegeben und das Team von Turbulent kennenzulernen. Das macht wirklich Spaß. Mir hat es Spaß gemacht. So, worüber erzählen Sie im Kern? Sie erzählen zum einen, dass Star Citizen in seiner Größe absolut außergewöhnlich ist. Und das, was auch außergewöhnlich ist, das ist der Umstand, dass das Spiel, obwohl es sich mitten in der Entwicklung befindet, bereits live der Spielerschaft zur Verfügung steht. Und normalerweise, das ist der weitere außergewöhnliche Punkt, darf man über 4-5 Jahre, in dessen Zeitraum man ein Spiel entwickelt, überhaupt nicht über das Spiel reden. Das ist also ein Grund, gleich gefeuert zu werden. Und es gibt auch die Situation, dass man manchmal niemals über ein Spiel reden darf, weil es trotz mehrjährigem Aufwand in der Mülltonne landet. Und obwohl es in der Mülltonne gelandet ist, darf man eben nicht darüber sprechen, auch in den Jahren danach nicht. Und das ist natürlich sehr schade. Das ist, so verstehe ich das, zwischen den Zeilen auch belastend. Und insofern ist es einfach eine total geniale Sache, nicht über alles, aber über einiges reden zu dürfen, über das, was man macht und das Feedback von der Community zu bekommen. Das erwähnen sie auch an mehreren Stellen im Video, wie viel Spaß das einfach macht, dass man nicht im stillen Kämmerlein arbeitet, sondern auch die Ergebnisse dessen der Community vorstellen darf in der Live-Umgebung und dann sieht man die Videos und die Bilder und das macht einfach Spaß. Und wenn man morgens möglicherweise verschlafen, nach einer durchzechten Nacht, wie auch immer, dann an den PC kommt und das dann sieht, das Feedback und die Freude, das macht einfach Spaß und motiviert. Ja, es ist einfach ein ganz anderer Aspekt, stelle ich mir auch selber vor, wenn man 4-5 Jahre an einem Spiel arbeitet und darf darüber nicht reden und weiß auch überhaupt nicht, ist das jetzt gut, was ich mache oder welche Bedeutung hat das oder wie auch immer. Und hier kriegt man immer das direkte Feedback aus der Community, dass es einfach ein ganz anderes Lebens- und Arbeitsgefühl ist. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das riesig viel Spaß macht und so eine Art Kick, so eine Art Motivationsschub dann auch gibt. Dann erzählen sie weiter auch, dass Star Citizen in seinem Entwicklungszustand, in dem es sich im Moment befindet, ich habe schon mal gesagt, das ist ja wie Operation am offenen Herzen und trotzdem ist der Patient lebend dabei, dass es in diesem Entwicklungszustand spielbar ist. Das ist
ungewöhnlich. Normalerweise sind solche Entwicklungsbuilds in ihrem unoptimierten Zustand nicht mal auf High-End-PCs spielbar oder kaum auf den Top-Geräten spielbar. Und Star Citizen in seinem Alpha-Status mitten in der Entwicklung sieht nicht nur verdammt gut aus, es ist überwiegend auch auf PCs mit normalen Specs heute bereits spielbar. Klar, es gibt eben Ausnahmen, Horizon, aber im Großen und Ganzen ist es eben spielbar und das ist sehr außergewöhnlich. Ich finde das total wichtig. Das möchte ich auch gerne wirklich mit einem großen roten Ausrufezeichen versehen, dass wir hier uns in einer Spielumgebung befinden, die komplett unoptimiert ist und trotzdem ist es eben spielbar und das teils in hohen Frame-Bereichen. Natürlich stützt es ab, das Thema haben wir schon zigmal besprochen, aber grundsätzlich ist es spielbar, es funktioniert, es läuft und es ist relativ fehlerfrei. Natürlich klagen im Moment auch wieder viele Leute über Abstürze, 30k Fehlermeldungen und 1608 und was es da alles für Fehlermeldungen gibt, 16.008. Aber das sind eben auch die Serverprobleme, die Backend-Probleme, Datenkommunikationsnetzwerkprobleme, über die im Spektrum ja auch erzählt wurde, dass sie da gerade aufgrund der Explosion an Inhalten und geänderten Programmcode massive Schwierigkeiten haben, die Netzwerk- und Serverkommunikation aufrechtzuerhalten. Dann befinden sie sich gerade im Umbau, versuchen das statische Server-Meshing dort zum Laufen zu kriegen, mit dem Ziel, in das dynamische Server-Meshing weiterzugehen. Und das sind einfach wahnsinnige Aufwände und Umbaumaßnahmen, die da im Backend erfolgen oder im Hintergrund, sage ich mal, im Hintergrund erfolgen. Und dass das Spiel trotzdem dann noch spielbar bleibt, finde ich einfach echt eine Meisterleistung. Und das bestätigen die hier auch nochmal, dass das einfach unglaublich ist, was CRG hier macht und einzigartig, außergewöhnlich in der Umgebung der Spieleentwickler, Spieleentwicklung. Ja, Jared lenkt dann das Gespräch auf die aktuellen Arbeiten in dem Rahmen, in dem die Leute hier Turbulent Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erzählen können und dürfen. Aktuell wird unter anderem an dem Wrack der Caterpillar gearbeitet. Hier auch an den Rätseln, wie erwähnt, hinsichtlich geschlossener Räume, wie man dorthin kommt, ob man Knöpfe drücken oder ähnliches machen muss, Verstecke einbauen und was man eben sich noch so alles in Wracks vorstellen kann. Man versucht dabei immer, die Tech von CRG mit einzubauen, wie zum Beispiel die Loot-Tech und das Scanning, um sich dann eben voranzutasten und vielleicht seltene Gegenstände finden kann und auch Gefahren werden eingebaut, wie zum Beispiel platzierte Minen, an deren technischer Entwicklung CRG ja gerade arbeitet. Eigentlich eher in Richtung Space Mines, aber sie versuchen das hier dann auch zu adaptieren für die FPS-PvP-Umgebung. Die Wracks werden auch immer wieder weiterentwickelt werden. Also das ist nicht so, wenn die jetzt fertig sind, dass man die nie wieder anfasst, sondern wenn neue Tech verfügbar ist, dann überlegt man sich, ob man das eben auch in die Wracks mit einbauen kann. Hier guckt man beispielsweise gespannt auf die Feuer-Tech, die wir ja schon in einigen Inside Star Citizens vorgestellt bekommen haben. Weiterhin wird an Kliniken gearbeitet. Hier befindet man sich auf den letzten Metern der Entwicklung der Raumstation-Kliniken, also der Klinikbereiche in den Raumstationen. Diese Umgebung hat man auch genutzt, um die prozeduralen Tools zu testen, die Verteilung von Entitäten. Stichwort prozedural. Da es sehr, sehr viele Raumstationen geben wird, wie gesagt, wir sprechen ja über 100 Sonnensysteme. Und in den 100 Sonnensystemen sind 1, 2, 3, 4 ganz viele Planeten und Monde. Und überall wird es eben Raumstationen geben, Orbitalstationen, Raumstationen. Es wird ja nicht nur die Raumstationen im Orbit um Planeten geben, sondern eben auch Raumstationen an den Lagrange-Punkten. Und dann gibt es verlassene Raumstationen an Monden und wie auch immer. Viele, 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 sie sagen sehr, sehr viele Raumstationen. Und wenn man die alle von Hand bauen wollen würde, dann würde das viele Jahre dauern, nur für diese Raumstationen. Das möchten sie natürlich nicht. Und deshalb arbeiten Guillaume und Benjamin an Tools, damit diese Raumstationen dann prozedural erzeugt werden. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Was CRG bisher abgeliefert hat, ist ja, obwohl es heute ja schon prozedural zusammengestellt wird, einfach sehr beeindruckend. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Stationen, ja, dass sie sich alle gleich anfühlen, beziehungsweise vice versa.
Sie fühlen sich durchaus alle unterschiedlich an und da sind wir ja erst am Anfang der Reise. Das wird noch weiter ausgearbeitet werden. Je Sonnensystem, denke ich, wird es auch unterschiedliche Assets geben, auf die dann dieses prozedurale Tool zugreift, um die Raumstation dann zusammenzustellen. Und das heißt ja nicht, dass sie nur prozedural zusammengestellt und dann ins Verse gebracht werden, sondern die werden prozedural systemisch zusammengestellt und dann setzt sich ein Designer noch hin und macht die Feinarbeit per Hand. Das geht trotzdem schneller, als wenn man alles von Hand bauen würde. In dasselbe Thema fällt die Erstellung von Sonnensystemen auch rein, wird erzählt. Hier kann man ebenfalls nicht jedes System manuell bauen und deshalb wird hier durch Turbulent untersucht, in welchem Rahmen man was prozedural erstellen kann, sodass jeder Erstellungsschritt so schnell wie irgend möglich durchgeführt werden kann. Finde ich super. Also die ticken genauso wie CIG. Auf der einen Seite klar das Auge auf Design und Qualität, auf der anderen Seite aber auch sich Gedanken darüber machen, wie können wir dieses monströse Projekt, was man theoretisch wahrscheinlich über 20 Jahre entwickeln könnte, wie können wir das so schnell wie möglich auf die Schiene bringen und so effizient wie möglich? Turbulent und CIG, die arbeiten schon so lange zusammen, dass ich denke, dass die also schon wirklich eng miteinander verzahnt sind und da auch eine Sprache sprechen. Ja, ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Turbulent war immer so ein bisschen das ungeliebte Kind, jedenfalls so in der Community gesehen. Ich hatte schon mal meine Meinung dazu geäußert, dass wir natürlich nicht wissen, in welchem finanziell abgesteckten Rahmen sie agieren konnten, mussten, wie die Projektbeschreibung, Pflichtenheft ausgesehen hat und so weiter. Ich finde, die haben sich gut entwickelt und bin sehr auf die Ergebnisse gespannt, die wir dann ja früher oder später jetzt im Verse dann auch sehen werden mit den Kliniken, das ist ja das eine Teil, mit den Wracks und ja, mit ganzen Sonnensystemen. Und bin einfach sehr froh, dass es dieses Studio da in Montreal gibt mit so vielen erfahrenen Kräften. Die haben ja bei Ubisoft richtig aufgeräumt. Ich möchte gar nicht wissen, ob es da Missstimmung gibt bei Ubisoft, weiß ich nicht. Ja, ist schon erstaunlich und die bringen super viel Erfahrung mit. Das wird in dem Team auch erwähnt, dass das einfach einzigartig ist mit so einer komprimierten Menge an sehr erfahrenen Leuten zusammenzuarbeiten in diesem außergewöhnlichen Umfeld und dass man so sehr schnell, teils innerhalb von Monaten, wirklich konkrete Ergebnisse sieht, das ist wirklich außergewöhnlich und macht super viel Freude. Neben dem Umstand, dass man eben ständig Feedback aus der Community bekommt und ja, man spürt einfach, dass die ein positives Spirit haben und dass die wirklich Spaß an ihrer Sache haben. Die werben übrigens auch, wer also englischsprachig ist und Programmierer ist oder Designer, wie auch immer, die wollen noch Leute einstellen in Montreal. Wer also von euch da Interesse hat, kann da einen Zweizeiler hinschicken und sagen, hallo, hier bin ich, hätte Interesse und dann kommt ihr ins Gespräch miteinander. Gut, das war mein Käffchen für heute. Mal was ganz anderes, kein Dokumentationsstil. Mir ging es vor allem darum, auf die vielen, vielen Kommentare einzugehen und Informationen zu vermitteln über das, was ja, mir aufgefallen ist, was ihr gefragt habt, zu beantworten, zu korrigieren. Über das Thema Goldstandard, das zu sprechen, wie gesagt, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und das Star Citizen Live mit Turbulent, das hatte ich mir am Montag auf die Agenda gesetzt, weil mich einfach interessiert, was die dort in Montreal machen. Und den Stream fand ich neben dem Informationsinhalt sehr unterhaltsam. Ich hätte mir ja unter uns gesagt, gewünscht, dass sie vielleicht ein bisschen was von dem zeigen, was sie dort bauen, aber klar, dürfen sie nicht. Bin äußerst gespannt auf die CitizenCon dieses Jahr und hoffe, dass meine Vorfreude und Spannung erfüllt wird und wir viel erfahren zu den technischen Hintergründen, das, was da gerade gebaut wird in Richtung Meshing, aber auch, dass wir von Pyro erfahren, dass wir von Nyx erfahren, dass wir ja, vielleicht schon das statische Server-Meshing erleben werden, dass wir Pyro erleben werden im Rahmen der Demo. Und werde die ganzen Leak-Channels meiden.
Das hat mir letztes Jahr sehr viel Spaß genommen. Also es war zwar ein unglaublicher Hype, aber als dann die CitizenCon da war, ja, da kannte ich eben schon einen Großteil und das hat mir doch einen Teil der Freude auch genommen. Und insofern, ja, diesmal werde ich versuchen, die ganzen Leaks zu meiden und freue mich einfach sehr, mit PsychShot zusammen und Panier dann die CitizenCon anzugucken. Auf PsychShots Streaming-Kanal werden wir uns den ganzen Samstag hinsetzen und dann die CitizenCon restreamen und begleiten und erzählen und eine interessante Zeit haben. Freue ich mich schon sehr drauf. Klickt auf Twitch.tv PsychShot. Er streamt regelmäßig, meistens vormittags. Finde ich persönlich immer sehr schön. Dann kann ich während der Arbeit auch mal rein luschern. Manchmal gehe ich auch rein zu ihm. Dann erzählen wir ein bisschen. Sehr angenehm. Geht immer auf die Fragen der Zuschauer ein und macht Spaß. So, dann schließe ich für diese Woche mit diesem Video. Hoffe, dass euch dieses Video, dieses Käffchen XXL, genau so werde ich das Video nennen, Käffchen XXL, hoffe, dass es euch gefallen hat, obwohl ich einfach nur so ins Mikro geredet habe, ganz ohne Dokumentationsstil, ganz ohne Exkurs, aber trotzdem vollgepackt mit Informationen. Dann wünsche ich euch auf diesem Wege weiterhin ein wunderschönes, erholsames Wochenende und wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.